Hallo Kinder, wir wollen heute eine Wasserrose zusammen basteln und um die Wasserrose zu basteln, brauchen wir ein Blatt Papier, eine Schere, zwei Stifte nach eurer Wahl. Ich habe jetzt hier einmal die Farbe Schwarz und einmal die Farbe Orange. Zuerst malen wir mit einem Stift die Wasserrose auf das Blatt Papier. Mit dem anderen Stift malen wir die Blütenmitte aus. Wenn ihr das geschafft habt, kommt die Schere jetzt zum Einsatz. Denn wir wollen die Wasserrose ausschneiden. Und jetzt falten wir die weißen Blütenblätter nach innen um. Und jetzt braucht ihr ein Gefäß mit Wasser, denn dort kommt jetzt eure Wasserrose rein. Wie ihr sehen könnt, sind die Blüten auf dem Wasser aufgegangen. Sicherlich fragt ihr euch, wie das passiert ist. Das Papier hat Holzfasern und wenn sie mit dem Wasser in Berührung kommen, quellen sie auf und richten sich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.